Ich begrüße ganz herzlich zum Tagesgespräch bei Phoenix Nils Schmid in Reutlingen. Er ist der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Grüße Sie. Guten Tag. Haben Sie auch Sorge, was da morgen auf Ihrem Account bei Twitter irgendwie auftauchen könnte, falls Sie einen haben? Aber ich nehme an, Sie gucken morgen auch drauf, was Donald Trump twittert, oder? Ja, leider haben wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir mit unserem wichtigsten Verbündeten außerhalb der EU über Twitter kommunizieren. Und deshalb bin ich auch gespannt, was dann die Entscheidung der USA sein wird. Ja, was glauben Sie? Ja oder nein? Daumen hoch, Daumen runter. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Der amerikanische Präsident ist ein sehr unberechenbarer Verbündeter geworden. Und deshalb wissen wir erst am Tag der Verkündung, was rauskommen wird. Ich hoffe, dass Vernunft einzieht, denn Handelskriege und Zollkriege sind Instrument des 19. Jahrhunderts und passen nicht in die heutige Zeit. Aber wir haben es ja selber provoziert, indem wir ja unseren Markt in Europa auch in einer gewissen Weise schützen und indem wir beispielsweise es nicht geschafft haben, tatsächlich unseren Exportüberschuss so deutlich abzubauen, dass man in den USA etwas ruhiger wird, oder? Nun, wir haben in der Tat in Deutschland Interesse daran, unser Binnenwachstum zu stärken. Die letzten Jahre haben mit kräftigen Lohnsteigerungen und auch der Einführung des Mindestlohns dazu beigetragen. Aber zu glauben, dass man solche Ungleichgewichte über Zölle oder gar Strafzölle korrigieren kann, ist einfach ein Irrweg. Und deshalb geht es eher darum, nachzudenken, wie wir zwischen den USA und der EU zu einem Abbau von Industriezöllen kommen können. Das war ja durchaus der sinnvolle Gedanke des Freihandelsabkommens TTIP. Aber jetzt geht es doch erstmal um Zölle und Gegenzölle. Die EU will ja auch ein bisschen was draufhauen auf so manche Produkte. Ist das der richtige Weg? Nun, erstens muss die EU zusammenbleiben. Wir haben nur eine Chance, uns auf der Weltbühne und auch auf der Welthandelsbühne zu bewähren, wenn wir einheitlich auftreten. Und dazu gehört auch, dass mögliche Gegenmaßnahmen ebenfalls einheitlich in der EU abgestimmt werden. Und das Zweite ist, wir dürfen keine Vermengung mit Fragen der Verteidigungsausgaben zulassen. Und das Dritte ist in der Tat, wenn es tatsächlich zu amerikanischen Strafzöllen kommen sollte, dann müssen wir auch Gegenmaßnahmen zumindest ankündigen. Vielleicht erhöht sich dann ja die Verhandlungsbereitschaft auf amerikanischer Seite. Aber wir haben ja auch noch die WHO, die könnte das doch regeln. Oder schafft die das nicht? In der Tat, wir müssten sofort Klage einreichen bei der Welthandelsorganisation. Allerdings haben die Amerikaner durch die Nichtbesetzung von Richterstellen dazu beigetragen, dass die Verhandlungsdauer für solche Verfahren vor der Welthandelsorganisation immer länger geworden sind. Aber wir Europäer sollten alles dafür tun, solche multilateralen Foren wie die Welthandelsorganisation zu stärken. Denn wenn wir immer einzeln aufeinander losgehen in Handelsfragen oder auch bei anderen Fragen, dann ist es für die Welt nicht gut. Oder TTIP, könnte das helfen? Jetzt gibt es ja diese Idee, so ein TTIP Lite, also die abgespeckte Version in Gang zu setzen. Was sehen Sie da für eine Chance? Das ist zumindest ein interessanter Gedanke, denn TTIP ist ja auch daran gescheitert, dass man sehr viel auf einmal erreichen wollte. Wenn man sich darauf beschränken würde, zwischen den USA und der EU über den Abbau von bestimmten Zöllen nachzudenken, könnte das ein erfolgversprechender Ansatz sein. Jedenfalls besser, als sich gegenseitig mit neuen Zöllen zu überziehen. Nun haben Frau Merkel und Herr Macron versucht, den amerikanischen Präsidenten umzustimmen. Haben Sie irgendeine Idee, ob denen das gelungen ist? Hat Frau Merkel irgendwas in Berlin verlauten lassen? Nein, wir wissen es bis heute nicht. Und genau das ist ja das Enttäuschende und auch Erschreckende, dass die USA, die lange Zeit ein verlässlicher Verbündeter waren, mit denen man auch in der Sache hart streiten konnte, aber dann auch wusste, woran man ist, dass die USA in Gestalt ihres Präsidenten für uns unzuverlässig und unberechenbar geworden ist. Und das wird wohl etwas sein, was uns die nächsten Jahre noch weiter verfolgen wird. Aber ist da ein interessantes neues Instrument im Kaleidoskop der Werkzeuge in der Politik, Unberechenbarkeit und maximaler Druck, so wie es jetzt Donald Trump ja betreibt. Und ich würde gerne mal mit Ihnen noch in Richtung Iran und vor allen Dingen auch Korea schauen. Diese Unberechenbarkeit und dieser Druck, den er aufbaut, hat das vielleicht tatsächlich schon eine ganze Menge bewirkt oder mehr als wir glauben? Was denken Sie? Also Unberechenbarkeit mag kurzfristig einen Erfolg auf der Bühne zeitigen, aber es ist nicht die Grundlage für verlässliche Beziehungen. Maximaler Druck
kann ein Beispiel sein, wie man in der Diplomatie vorankommt, wenn es aber begleitet wird von Verhandlungsbereitschaft. In Nordkorea hat dies offensichtlich funktioniert. Man hat den Druck erhöht, auch mit deutscher und europäischer Unterstützung, und gleichzeitig Verhandlungsbereitschaft signalisiert und auch den Nordkoreanern in Aussicht gestellt, dass sie gleichberechtigter Partner sein können. Das funktioniert bislang ganz gut. Umso erstaunlicher ist es, dass Herr Trump diese Methode nicht anwenden will im Fall des Irans, sondern dort nur einseitig auf maximalen Druck setzt. Es wäre klug, wenn die Amerikaner auch den Iranern etwas anbieten könnten, genauso wie sie es ja bei Nordkorea tun. Ja, und dann glauben Sie, dass da etwas machbar ist? Denn Iran sagt ja schon, wir wollen nicht. Oder ist das dieses Spiel, was jetzt wieder beginnt? Die einen machen Druck, die anderen sagen, interessiert uns nicht, wir ändern gar nichts. Präsident Macron hat ja schon ausführlich telefoniert mit Iran und sagt, da bewegt sich nichts. Was glauben Sie, bewegt sich da noch was? Vielleicht eine Nachverhandlung? Ich hoffe es. Das Nuklearabkommen ist eine wichtige Errungenschaft, weil der Iran auf Atomwaffen verzichtet hat und damit dieses Abkommen zur Stabilität in einer sehr sensiblen Region im Mittleren und Nahen Osten beiträgt. Und in der Tat gibt es weitere Sorgen rund um den Iran, wenn ich an das Raketenprogramm denke, an seine Rolle in den Nachbarstaaten. Das würde sich lohnen, in einem gesonderten Abkommen mit dem Iran zu verhandeln und auch Vereinbarungen zu treffen. Allerdings wäre es schlecht dafür, das einzige Abkommen, was wir mit dem Iran haben, nämlich das Atomabkommen, einfach aufzukündigen. Das würde nicht gerade hilfreich sein, sondern im Gegenteil den Iran wieder isolieren und ihn dazu bringen, bei anderen Themen noch weniger kooperativ zu sein. Ja, vielleicht hilft ja doch diese Unberechenbarkeit als Mittel, wie sie Trump ja so wirklich deutlich lebt. Bei Kim hat es irgendwie geklappt. Was glauben Sie? Der amerikanische Präsident, der reklamiert das ja für sich selbst, sagt, ich habe das gemacht. Das ist richtig, aber wie gesagt, Unberechenbarkeit ist das eine, maximaler Druck. Das hat sich in der Tat im Fall Nordkoreas bewährt, allerdings eben auch nur mit Gesprächsangeboten. Und wir werden sehen, wie weit es in Nordkorea führt, denn eine totale Abschaffung der Atomwaffen durch Nordkorea ist noch nicht vereinbart. Und wir hatten leider in der Vergangenheit immer wieder Anläufe für solche Abkommen und immer wieder sind sie zusammengebrochen, weil Nordkorea eben doch nicht vollständig auf Atomwaffen verzichten wollte. Ich hoffe, diesmal ist es anders. Das hoffen wir alle. Dankeschön für Ihre Einschätzung, Informationen. Danke, Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Danke nach Reutlingen. Gerne geschehen. Danke ebenso.